Hallo ihr Lieben, heute ein paar Tipps oder generell das Thema Tränensäcke und Augenringe. Das betrifft ja nicht nur ältere Menschen, sondern auch junge. Also jung und alt werden davon leider nicht verschont. Es hat oft was mit dem persönlichen Lebensstil zu tun. Allerdings auch genetisch kann das begründet sein oder kann die Ursache genetisch sein. Was kann man, wie gesagt, verhindern oder was kann man tun, um dieses Übel so ein bisschen zu vermindern? So, als allererstes natürlich zu wenig Schlaf. Also das ist so eine Geschichte mit dem zu wenig Schlaf. Also 7 bis 8 Stunden sind natürlich angebracht. Also für mich ist das ein Wunschtraum, ein Wunschdenken, 7 bis 8 Stunden zu schlafen. Seit den Wechseljahren schlafe ich das. Also, na egal wie viel. Ich schlafe jedenfalls längst nicht so viel. Also zu wenig Schlaf ist mit eine Ursache für geschwollene Augenlider oder auch geschwollene Augenlider. Tränensäcke ist ein anderes Ding. Und dann natürlich unsere Ernährung, wenn wir zu viel Salz essen und auch Alkohol. Also ihr müsst euch vorstellen, Alkohol und Salz, aus Salz bindet das Wasser im Körper. Und wenn wir jetzt rauchen, viel salzig essen und Alkohol trinken, entstehen gewisse Wasseransammlungen, besonders in der Nacht. Und diese Wasseransammlung, die verursachen dann dieses geschwollene Augen. Empfehlenswert, oder ihr könnt ja mal probieren, euch ein zweites Kissen, also ein zweites Kopfkissen unter den Kopf zu legen, dass ihr etwas höher liegt, dass diese Wassereinsammlungen so ein bisschen vermindert werden. Weil das muss ja irgendwie über den Tag dann noch abtransportiert werden. Das heißt, am nächsten Tag, wenn ihr jetzt schon mal also scharf oder salzig gegessen habt und auch Alkohol getrunken habt, ich meine, wir trinken ja gerne mal ein Glas Wein, am nächsten Tag also besonders viel trinken, damit diese Schadstoffe abtransportiert werden können. Dann haben wir noch das Thema Allergien. Allergien verursachen Verstopfungen der Nasennebenhöhlen. Das heißt, versucht eure Nebenhöhlen, versucht die freizuhalten. Das also jetzt nicht unbedingt mit einem Nasenspray, sondern ich empfehle immer diese Emser, diese Nasendusche mit Emsersalz zu duschen. Also nicht nur, wenn diese Pollenzeit ist, sondern jeden Tag, um die Nebenhöhlen freizuhalten. Also diese Allergien können geschwollene Augenlider auf jeden Fall hervorrufen. Verfärbungen unter den Augen, also was wie so ein dunkles Band aussieht, das ist oft die Ursache. Zu viel Sonneneinstrahlung, also wenn wir zu viel in der Sonne gelegen haben. Um dunkle Augenränder aufzuhellen, kann man kosmetisch ein bisschen was tun. Auf jeden Fall die Augen ganz sanft reinigen. Kein Rubbeln, kein Reiben, kein Ziehen mit einem feuchten Tuch oder ein ganz weiches Wattepad, um euer Augen-Make-up zu entfernen. Dann auf jeden Fall eine feuchtigkeitsspendende Augencreme auftragen, wenn es geht, mit einem Lichtschutzfaktor. Schön einklopfen auf das Augenlid und auch unter den Augen. Und dann würde ich jetzt empfehlen, so eine CC-Creme. Eine CC-Creme enthält ja auch so einen gewissen Hauch von Farbe. Und das hält natürlich optisch dieses Augenlid, also diese um die Augen. Es hält es auf jeden Fall optisch auf. Da gibt es ganz gute Produkte von Oil of Olas zum Beispiel. Inhaltsstoffe wie Titanoxid oder Zinkoxid oder Gurkenextrakt wirken abschwellend, beruhigend. Deswegen die gute alte Gurkenscheibe, die man sich so auf die Augen gelegt hat, das spendet nicht nur Feuchtigkeit, es wirkt auf jeden Fall auch abschwellend. Also wenn ihr die Zeit habt, ab und zu so ein paar Gurkenscheiben aufs Gesicht, auf die Augenlider legen, das wirkt auf jeden Fall abschwellt und polstert die Augen, also diese Pergamentartige, die müsst ihr euch vorstellen, die Haut unter den Augen ist so dünn und zart wie Pergament und ist ein Drittel dünner als die restliche Gesichtshaut und demzufolge auch viel, viel empfindlicher. Es ist dort kein aufpolsterndes, kein straffendes Bindegewebe, kein aufpolsterndes Gewebe in der Unterhaut. Es ist einfach eine ganz, ganz dünne, zarte Haut, die besonderer Pflege bedarf. Jetzt nicht nur an Wirkstoffen, sondern auch wie ihr eure Augen behandelt, euer Auge drumherum, also das Lid und auch die Haut unter den Augen, die ja besonders zart und empfindlich pergamentartig ist. Und noch etwas ist nicht zu unterschätzen, auch Krankheiten können zu Feuchtigkeitsansammlungen unter den Augen kommen, wie zum Beispiel Nierenversagen, eine gewisse Herzschwäche, Allergien, jetzt Bindehautentzündungen oder ein Gerstenkorn. Oder generell gerötete, geschwollene Augen. Und also wie gesagt, diese Wassereinlagerungen unter dem Auge oder im Augenbereich, die verursachen diese geschwollenen Augen.
die wir haben und nicht besonders, das sieht nicht besonders sexy aus, ne? Also, und im Alter verstärkt sich das, wie gesagt. Mit Tränensäcken ist es nochmal eine andere Geschichte. Dort sind es keine Wassereinlagerungen, dort sind es Fetteinlagerungen hier unten drunter, ja, im Unterlid und dem darunterliegenden Gewebe. Und da kann man eigentlich nichts machen. Das kann man nur operativ entfernen lassen. Also wer die hat, also im Alter verstärkt sich das. Manche junge Menschen leiden schon darunter. Aber wer so richtige Tränensäcke hat, da kann man, also gegen geschwollene Augenlider kann man einiges tun, kosmetisch jetzt so, also selber zu Hause. Aber gegen diese Fetteinlagerungen, die sogenannten Tränensäcke unter, also im Unterlid hier, wie kann man jetzt diese Tränensäcke ein bisschen abdecken? Also wie gesagt, die Tränensäcke kann man so mit einer gewissen Schminktechnik, kann man das so ein bisschen vermindern. Bevor ihr allerdings euch die Augen, also das ein bisschen kaschiert, empfiehlt es sich, gekühlte Teelöffel, die ihr im Eisfach vorher hattet, eine gewisse Zeit auf diese geschwollenen, also auf diese Tränensäcke zu geben. Und da haben wir schon mal, das ist schon mal so eine kleine Abschwellung gegeben. Dann tragt ihr eine Feuchtigkeitscreme auf, also auf die trockene Haut diese kühlen Teelöffel geben. Dann eine Feuchtigkeitscreme. Dann, ich weiß, jetzt kommt der Concealer zum Einsatz. Die Frauen, die wie gesagt diese Tränensäcke haben, da kann man, ich bin ja wie gesagt nicht so ein Freund von Concealer, aber dann muss der Concealer, wenn es jetzt stark ausgeprägt ist, aber wirklich ein guter, der investiert in einen guten, leichten, soften, feuchtigkeitsspendenden Concealer. Ich kann den Concealer, diesen Airbrush Concealer von Clinique empfehlen. Ich schreibe den noch unten in die Infobox. Das ist dieser Airbrush Concealer von Clinique. Das ist wie so eine Art Filzstift und der hat einen ganz hellen, soften Ton und dann fangt ihr praktisch im inneren Winkel an und klopft das also leicht ein. Wenn diese Tränensäcke, wenn das jetzt so bläulich drunter schimmert, muss noch eine Abdeckcreme her, also dann, dass ihr diesen bläulichen Touch wegbekommt. Aber alles nur ganz, ganz minimal bitte. Also jetzt nicht draufspachteln, ganz minimal. Und es ist, ich glaube, eine ganz besondere Pflege der Augenpartie in diesem Falle, also ist nötig, sowohl für die Augenlider, ne, und auch für das Unterlid hier, die Haut im Unterlid. Also viel kühlen, Cremes benutzen mit Zinkoxid und Gurkenextrakt, was ganz gut ist, um das Abschwellen zu wirken. Und eben diese Hausmittelchen, ne, was auch ganz gut ist für die Augenlider, sind diese kühlen, diese Gelmasken, die man im Kühlschrank legt, ne, diese fertigen. Und also man kann viel kühlen, kein Alkohol trinken, salzarm essen, nicht rauchen, auf zwei Kissen schlafen, genug schlafen, meine Güte, was das alles für Tipps sind. Also das sind nur Anregungen, das muss natürlich keiner machen, das ist jetzt hier kein Gesetz. Aber ich wurde gebeten, doch etwas mal darüber zu sagen, über Tränensäcke und geschwollene Augenlider. Geschwollene Augenlider haben wir alle irgendwie mal im Leben und das ist auf jeden Fall einfacher zu beheben als diese Tränensäcke, weil unser Gesicht ist ja die Visitenkarte und wenn man jemanden begrüßt, man schaut als allererstes in die Augen und deswegen ist es schön, wenn wir das so ein bisschen kaschieren. Und dann gibt es ein paar Tricks und es gibt auch ganz tolle Videos dazu auch auf YouTube, wie man das so ein bisschen kaschieren kann, diese Tränensäcke. Ich kann es jetzt schlecht vorführen, weil ich keine habe. Das ist natürlich besser, das führt jemand vor, der Tränensäcke hat, als wenn sich da jemand mit einem glatten Gesicht hinsetzt und sagt, so, ich zeige euch jetzt mal, wie man Tränensäcke wegkaschiert und wegschminkt. Das ist totaler Bullshit. Also sucht bitte mal nach Videos, wo Frauen sich mit ihr, also den Mut haben, und ich weiß es nicht, ob es sie gibt, ich muss selber mal recherchieren, die jetzt Tränensäcke haben in echt und die Tränensäcke versuchen zu kaschieren. Aber ich glaube, es gibt von Beauty-Firmen, ob das jetzt von Oil of Ulas ist oder L'Oreal, die auch Produkte dafür oder dagegen entwickelt haben. Ich glaube, da gibt es auch spezielle Videos über diese Schminktechniken, wie man jetzt Tränensäcke speziell kaschieren kann. Ihr Lieben, ich wünsche euch wie immer alles Liebe, alles Gute, seid besonders gut zu euch und zu eurer Haut. Denkt dran, viel schlafen, viel Wasser trinken und am besten positiv denken, gute Laune haben. Freut euch, es ist Frühling. Ciao. Ich hatte mich ja eigentlich schon von euch verabschiedet, aber ich mache jetzt noch so einen kleinen Anhang an dieses Video. Ich habe mich jetzt im Netz ein bisschen schlau gemacht, also das heißt, es hat ziemlich lange gedauert. Ich habe auch bei großen Firmen geschaut, also wie L'Oreal und Maybelline, die zeigen natürlich alle nur blutjunge, ganz straffe, tolle
Gesichter und daran eben diese Schminktechniken, das ist ja für uns überhaupt nicht, also das können wir gar nicht umsetzen. Also es gibt nur Videos von privaten YouTubern und mir haben besonders zwei Videos sehr gut gefallen. Einmal ist es der Kanal von der Andrea Sokol, das ist Olala und Solala. Die hat im letzten Jahr ein ganz tolles Video gemacht über die besten Tricks gegen Tränensäcke, also geschwollene Augen und Tränensäcke. Und sie führt da wirklich eine ganz tolle Lymphdrainage durch, also sehr anschaulich, schaut euch das mal an. Und auch diese Aloe, sagt sie immer, diese Maske, also wie sie diese Aloe zum Abschwellen und Kühlen benutzt für die Augen. Aber was ich sehr schön finde, ist eben diese Lymphdrainage, die sie vorführt. Und dann noch der Kanal, der heißt Make-up Coach, das ist die Michaela. Und die ist ja auch Make-up-Coach und Make-up-Artist und die hat ja auch ihre eigene Kosmetiklinie und das ist ja so für Frauen Ü50 gedacht und die hat auch schon vor ein paar Jahren ein sehr gutes Video mit einer Partnerin ins Netz gestellt, wo das um Augenringe und oder geschwollene Augen, Lider und Tränensäcke kaschieren geht und sie benutzt natürlich Puder. Ich bin ja nicht so ein Puder-Fan, aber sie hat natürlich recht, was jetzt nicht glänzt, kann noch nicht so hervorstechen und tritt also zurück. Und was sie eben auch sehr schön erklärt, dass ihr nicht diesen Concealer, dass er den nur im Augenwinkel benutzt und auf diesen dunkleren Stellen und nicht auf diese geschwollene, auf diesen Tränensack, wie man so sagt, also diese Flüssigkeitsablagerung, das ist ja dann so erhaben, darauf bitte keinen Concealer geben. Also das erklärt sie sehr, sehr gut. Also schaut euch das mal an. Ich verlinke das in der Box noch und ist ein leidiges Thema und ich hoffe, dass ich euch jetzt ein bisschen ein paar Tipps geben konnte. Man weiß sie ja eigentlich auch. Manchmal will man ja so eine Bestätigung haben. Mensch, mache ich das jetzt richtig oder ist das jetzt falsch? Ich habe mir noch ein anderes Video angeschaut von Sat.1 Frühstücksfernsehen. Das ist auch so ein Make-up-Artist, der sagt natürlich, Gurkenscheiben ist totaler Blödsinn. Ja, auf jeden Fall kann er ja sagen, kann er auch meinen. Gut, das ist jetzt nicht so der Haareffekt, aber auf jeden Fall ist es doch ein tolles Gefühl, ein kühlendes Gefühl. Und man kann ja nichts falsch machen mit der Gurkenscheibe. Im schlimmsten Fall bewirkt es nichts, aber nichts Negatives. Also, ihr Süßen, bis bald. Ciao.